Guten Morgen. Wir haben heute den 30.09. Wir sind mal wieder unterwegs. Allerdings nicht mehr solo, sondern mit neuem Gefährt. Unser Tandem ist endlich da. Nach zwei, drei kürzeren Testrunden fahren wir heute unsere erste Tour. 90 Kilometer nach Landshut, haben Glück mit dem Wetter. Es hat bis 11 Uhr stark geregnet. Demzufolge sind wir auch ein bisschen später losgefahren und fahren jetzt auf zwar nasser, aber abtrocknender Straße. Auf jeden Fall sau gut, sau schön und schnell. Genau, wir haben mittlerweile schon fast Halbzeit, knappe 40 Kilometer in den Beinen. Wir werden jetzt noch ungefähr 10 Kilometer machen, dann Mittagspause und dann melden wir uns wieder. Mittagspause. Die Straßen problemlos fahren zu können. Guten Morgen, gönnt euch das. Freitag, der 31. September, aber wir müssen mal kurz winken. Isar. Pause, melden wir uns wieder. Ja, wir sind hier nicht unterwegs. Der Regen ist da. Wir haben 25 Kilometer im Trockenen noch geschafft. Und die letzten 70 werden es jetzt nass. Mir läuft gerade der Schuh voll. Hinter mir ein Eskimo, Kosmonaut, ein Taucher. Ja, wir schauen jetzt mal, dass wir irgendwo ein überdachtes Plätzchen finden und die erste Pause machen. Vielleicht ein Buchholzchen. Oh, jetzt sind beide Schuhe voll. Ab jetzt ist egal. Thank you.
Himmel sieht eigentlich ganz okay aus, also ich glaube nicht, dass die Wolkenbrüche, die sie angesagt haben, tatsächlich kommen. Jetzt sind wir knapp 60 Kilometer weg und sind jetzt gerade, eigentlich wollten wir noch keine Pause machen, an der Gemüsehütte vorbeigekommen. Was eine ziemlich geile Sache ist, direkt vom Erzeuger kannst du hier Gemüse, Obst zu fairen Preisen kaufen. Wir nehmen uns München. Mittlerweile ist der leichte Regen in Startregen übergegangen und ja, trockene Stellen haben wir keine mehr. Aber es ist immer noch angenehm mild von den Temperaturen. Deswegen geht das ganz gut und macht, naja, wenn man mal nass ist, durchaus Spaß. Schön, schön, schön.